Jo, ihr Lieben, ich habe ein Paket bekommen vom Astro Shop und das werden wir jetzt gleich mal zusammen öffnen und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ja, mein Gott, ich weiß, dass ihr schon in der Videobeschreibung gelesen habt, was da drin ist, aber so funktioniert Unterhaltung nun mal. Wenn ihr Alien zum 20. Mal guckt, dann wisst ihr auch beim 20. Mal, dass der Typ irgendwann zuckend auf dem Tisch liegt, der Brustkorb aufsplattert, Blutspritzen, da kommt ein Alien-Monster raus, also bitte. Außerdem sind da Sachen drin, von denen ihr noch nichts wisst. Also, bis gleich. So, bevor ich jetzt mein Riesenmesser hier ansetze, ganz kurz. Der Astro Shop hat mir in den letzten Jahren häufiger mal Sachen geschickt zum Testen. Teilweise habe ich die dann auch im Anschluss gekauft, teilweise habe ich sie wieder zurückgeschickt. Und das lief in den letzten Jahren wirklich total problemlos mit dem Astro Shop. Und das finde ich persönlich eine total schöne Sache. Also die geben mir die Sachen echt lange, über Monate teilweise. Die haben sich nie beschwert, haben gesagt, schick mal wieder zurück. Oder ja, ich sag auch die Wahrheit immer. Also ich sag immer, was ich von den Produkten denke. Und da habe ich auch schon mal hier und da ein bisschen was Negatives gesagt. Es gibt da Händler oder Hersteller, die dann sofort beleidigt sind. Und der Astro Shop hat mir ganz im Gegenteil geschrieben, sie wollen eine ehrliche Review haben. Und das finde ich eine tolle Sache. Also vielen Dank nochmal an den Astro Shop für dieses Paket hier. So, jetzt geht's aber los. Ich nehme mal das Messer hier und fange einfach mal an. Lieferschein. So, das erste, was wir hier haben, ist eine Nachführkamera. Das ist die ZWO 120 Mini, glaube ich, heißt das Ding. Dann haben wir einen 2 EAF, heißt das. Das ist der Fokusmotor, den brauche ich. Dann haben wir hier eine Kamera und das ist die ZWO 2400. Ich habe schon mal ein Video gemacht über die Omegon-Variante mit diesem Chip. Das ist also eine Vollformatkamera, die aber relativ große Pixel hat, also eher wie so eine DSLR und nicht wie zum Beispiel diese Kameras mit dem IMX571-Chip. So, und darum geht es jetzt eigentlich. Das ist der, die das, ich weiß gar nicht, sagt man die ASI-R Plus, der ASI-R Plus oder das ASI-R Plus, ich weiß es nicht. Die Frage, ob ASI und R groß geschrieben wird, das ist jetzt final beantwortet. Da ist das Ding. Also, diese Sachen habe ich bekommen. Ja, es ist natürlich so, ich wollte immer mal das ASI-R testen und dazu braucht man aber einfach auch Zubehör von ASI. Und ich hatte bisher nichts. Ich habe noch einen Off-Axis-Guider. Ich habe die ZWO AM5-Montierung, habt ihr vielleicht gesehen in meinen letzten Videos. Und das war's. Aber Kamera, Nachführkamera vor allen Dingen und auch ein Fokusmotor, das war ganz wichtig, damit ich das benutzen kann. Ich habe hier meinen Takahashi Epsilon schon stehen. Da werde ich das Ganze mal dran montieren. Das kann unter Umständen ein bisschen dauern. Muss ich mal gucken. Am meisten Sorge habe ich eigentlich hier mit dem Fokusmotor, weil das ist meistens so ein bisschen Friemelei und da darf man nicht zwei linke Hände haben. Die habe ich aber. Ist noch was drin? Keine Gummibärchen? Nee, das waren ja die anderen. So, ich baue das mal alles zusammen, dann werde ich das alles verkabeln, mit Strom versorgen, aufbauen und dann gucken wir uns auch die ASI-R-App an und was wir dafür erste Einstellungen machen müssen, bevor wir loslegen können. Also, bis später. Ja, das war natürlich ein bisschen mit Ansage mit dem Motorfokus. Tatsächlich hatte ich dann letztendlich das Problem, dass diese sogenannte Wellenkupplung nicht gepasst hat. Man bekommt bei 2, bei dem EAF, zwar drei verschiedene Wellenkupplungsadapter mitgeliefert, aber die passten nicht auf meinen Takahashi Epsilon. Man braucht da eine Wellenkupplung auf, also von 5 mm für den EAF auf 8 mm. Ich habe das bei Amazon dann noch nachbestellen müssen, kaufen können in einem Zubehörshop für 3D-Drucker. Der Rest war aber dann super easy. Ich habe hier das 2 ASI-R noch auf dem Sucherschuh montiert. Das habe ich später anders gemacht, weil ich den Sucher dann doch zum Guiden brauchte. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. An diesem Punkt biegt das Video überraschenderweise ab. Ja, das Video hat jetzt auch für mich eine überraschende Wendung genommen, denn das Wetter ist überraschenderweise nochmal gut geworden. Und jetzt habe ich meine Pläne ein bisschen geändert. Ich wollte eigentlich so ein erste Einstellungen in der ASI-R-Video machen. Jetzt bin ich hier draußen auf dem Feld. Ich bin einfach mal spontan in die Eifel gefahren und hier auf dem Feldweg und baue jetzt mal auf.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Aber ja, das geht schon seit meiner Geburt, glaube ich, so. Ja, schwupps rausgekommen aus dem Mutterleib. Warte mal, Leute, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Nee, passiert mir häufig, dass ich denke, ich habe was vergessen. Aber es ist halt einfach, ja, auch vielleicht ein gutes Zeichen, weil die Ausrüstung, die ich suche, ist ja eine, die ich schnell im Auto habe, die ich schnell aufgebaut habe. Und vielleicht ist diese Ausrüstung ja genau das eben, was ich suche. Werden wir mal schauen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es richtig, richtig gut wird. Mal gucken, der Himmel ist so, ja, okay eigentlich, aber der Mond ist schon ziemlich hell. Mal gucken, wann der untergeht. Und ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal auf und dann schauen wir mal weiter, oder? Ja, neben dem ganzen Grödel, was ich jetzt neu habe, man soll ja immer am besten bei jeder Beobachtungsnacht alles neu machen und alles neu mitnehmen, habe ich jetzt auch hier so einen Power-Tank irgendwie. Habe ich zum ersten Mal von NewSmy, keine Ahnung, irgendein chinesischer No-Name von Amazon. 500 Ampere-Stunden hat das Ding, glaube ich, oder so. Ich kenne mich mit sowas auch überhaupt nicht aus, Elektronik und sowas. Teste ich auch mal, dann gucken wir mal, wie lange das Ding hält. Zum groben Einordnen der Montierung benutze ich erstmal eine Kompass-App hier bei der AM5 und richte die Montierung in der Dämmerung, damit so gut es geht, schon Richtung Norden, Richtung Polarstern aus. Der Takahashi Epsilon, den hatte ich lang nicht mehr im Einsatz, der kommt heute mal wieder zum Einsatz. Der hatte ein kleines Problem mit einer Spiegelverspannung, das habe ich irgendwie selber nicht lösen können, da habe ich Hilfe benötigt. Ja, aufgebaut ist. Das ging auch erstaunlich schnell. Ich hoffe übrigens, der Hintergrund, die Hintergrundgeräusche, die hört man nicht so doll. Das ist hier ziemlich nah an einer ziemlich großen Schnellstraße gelegen. Das ist eigentlich hier, sollte hier, glaube ich, auch mal eine Autobahn gebaut werden. Das ist eine der Hauptverbindungsstrecken hier im ländlichen Bereich. Anyway, das ist übrigens auch ein Platz, wo viele Kölner hinfahren, falls jemand zuschaut. Liebe Grüße an dieser Stelle, aber die müssen morgen, glaube ich, alle arbeiten. Deswegen, heute ist Sonntag. Ich bin Musiker, montags habe ich meistens frei. Der Aufbau ging dann tatsächlich ziemlich schnell. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das hat vielleicht 5, maximal 10 Minuten gedauert, bis dann alles stand. Ja, und irgendwie hat es mir jetzt schon viel Spaß gemacht. Also natürlich, klar, diese einzelnen Komponenten, die harmonieren gut miteinander. Das ist ja ganz klar, weil sie alle von einer Marke sind, sagen wir mal vom Teleskop abgesehen. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der Himmel dann richtig dunkel ist, bis die Sonne komplett unterm Horizont ist und auch einige Grad darüber hinaus, damit ich dann langsam die ersten Sterne sehe und zum Beispiel mit dem Einorden anfangen kann. Das ist ja immer so der erste Schritt, der getan werden muss. Und ich bin natürlich super gespannt, ja, auf die Features der 2ACR bzw. auf das Handling und wie gut ich damit zurechtkomme. Ich habe zwar viele Videos schon vorab gesehen, aber es ist dann doch was anderes, wenn man es zum ersten Mal benutzt. Es fühlt sich auf jeden Fall eher wie Astrofotografie 2023 an, wenn man hier mit einem iPad im Feld steht, als wie mit einem Computer oder Laptop oder so. So, dann gucken wir mal. So, dann drücke ich auf ASIR, Enter. Ja, wir sind ziemlich nah am Fokus dran, aber ich mache es jetzt mal perfekt. Ich hole mal die Bartinov-Maske raus und dann gucken wir mal. Ich bin mit dem Pfeil nach oben gegangen, welche Richtung das auch immer ist. Ja, ist noch ein bisschen besser geworden. Das lasse ich jetzt erstmal so. Kommt die Bartinov-Maske erstmal wieder weg. Das heißt, wir sind jetzt schon mal grob im Fokus. Was machen wir als nächstes? Auto-Guiding. Ja, den Guider muss ich einstellen und ich denke, dazu muss ich mal hier genau in das Menü, got it. Ja. Tap here to start guiding. Jetzt sage ich wieder ja. Und nachher klappt es wieder nicht. So. Der macht jetzt hier Belichtungen. Da sehen wir noch gar nichts. Was ich dringend brauche, ist irgendeine Form von iPad-Halterung. Ohne Witz nicht auf Dauer gehen. Ah ja, da sind Sterne. Jetzt gehe ich aus dem Menü wieder zurück und jetzt müssen wir Polar Alignment machen. Wo war das denn nochmal? Das war hier.
Polar Alignment. So, dann gucken wir mal. Set up the scope and mount as shown. Das ist, also es zeigt Richtung Nordpol. Connect the main camera and mount. Habe ich auch confirmed the plates of works in preview. Das hatte ich, glaube ich, eingestellt. Ich setze jetzt mal die Exposure Time auf 2 Sekunden und sage einfach mal, ist die Montierung an? Ja, go. Mal gucken, was passiert. Shooting, Loading, Plate Solving. Ja, das Video ist wirklich so ein bisschen ungeplant. Das merkt ihr vielleicht, ja, dass ich irgendwie nicht so ganz sicher war, wie baue ich das Video auf. Es ist wirklich total spontan eigentlich entstanden. Ich habe gedacht, ich nehme euch ja jetzt einfach mal mit. Und als ich da so im Feld stand und einfach mal geredet habe, ja, da wusste ich noch nicht genau, was mache ich später eigentlich damit. Also ich werde natürlich nochmal wirklich eine ausführliche Anleitung machen. Das kann dieses Video ja nicht leisten, weil ich von einem zum anderen springe. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich glaube, da gibt es sogar so eine Art Rangliste, ne? Weltrekord im Einscheinern. Guinness Buch der Rekorde. Und jetzt habe ich auch schon keine Lust mehr. So, das war's. Genug eingescheinert. Jo, confirm. So, ja, was kommt denn jetzt? Ja, also das Einscheinern, das ging wirklich super easy. Das werden viele ACR-Besitzer auch immer wieder sagen. Die Sachen, die dann kamen, da musste ich tatsächlich kurz mal ins Internet gehen und mir ein YouTube-Video nochmal angucken, weil ja, okay, das Auto-Guiding, das habe ich noch an den Start bekommen, weil das letztendlich nichts anderes ist wie PAD2 und das kenne ich ganz gut. Aber wie man dann so zum Beispiel ein Objekt einstellt, eine Sequenz baut oder das heißt hier in der ACR einen Plan erstellt, das hatte ich irgendwie vergessen oder ich wusste es nicht mehr genau und ich habe ziemlich lange rumgefummelt. Also so ganz easy as 1, 2, 3, wie es die App verspricht, war es dann doch nicht, auch wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Aber mein Gott, das ist ja auch normal. Ich meine, es ist komplett neu hier für mich und ja, ich habe ein bisschen gebraucht. Letztendlich habe ich alles ans Laufen bekommen, bis dann die ersten Aufnahmen tatsächlich liefen und das war alles kein Problem und es ist auch nicht sonderlich schwer, aber man muss natürlich wissen, wo man was einstellen muss. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, für eine Anleitung reicht das Video hier nicht. Dafür ging es dann doch ziemlich durcheinander zur Sache. Aber ich mache noch mal was dazu. Ich bin gespannt. Ja, ich sitze jetzt im Auto. Das Ding steht 4 Meter hinter mir, aber eben draußen logischerweise. Und zwischendurch geht schon mal die Verbindung weg. Naja, gut, okay. So, 24 Sekunden, 23 Sekunden, ich bin sehr gespannt. Ich habe überhaupt nicht geguckt, ob mein Abstand stimmt, ob das und das stimmt. Naja, okay, es ist ein Test. Also wenn das jetzt heute nicht perfekt wird, okay. Aber ich denke, jetzt kommt wieder Auto-Reconnecting. Ja, kurz bevor das Bild kommt. Ich will doch im Winter im Auto sitzen. Das sieht ziemlich ordentlich aus, da kann man nicht meckern. Dann machen wir mal einfach weiter, würde ich sagen. Ja, ich bin begeistert. Mein erstes Bild mit ACR. Also, ja, ich bin echt angetan. Also das macht, ich kann das schon total verstehen. Es macht echt Riesenspaß. Man sitzt hier mit seinem, wie heißt das Ding nochmal, iPad im Auto. Und die Montierung läuft an, es kommt hier ein Bild nach dem anderen rein. Ich habe tatsächlich eine Verkippung drin, habe ich jetzt gerade mal geguckt. Nachdem sich die ganze Aufregung mal gelegt hatte, habe ich mir mal die Bilder angeguckt und von links unten nach rechts oben sehen die Sterne ein bisschen komisch aus, während in den anderen Ecken sieht's gut aus. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil jetzt wird es auch wieder kalt. Ist auch so eine Sache. Es ist, ja, okay, es ist jetzt schon Ende September. Da wird es schon mal kühler draußen. Ne? Ich bin echt eine Frostbeule und fröstel jetzt schon ordentlich und habe auch nur so ein dünnes Höschen an. Ja, aber man kann sagen, also war ein bisschen holpriger Start mit diesem scheiß Plan-Modus da. Aber insgesamt ist das doch eine ziemlich einfache Sache. Und das funktioniert irgendwie alles harmonisch miteinander. Und ich kann schon sehr verstehen, warum die Leute da begeistert sind. So, jetzt gucke ich mal, wann der Mond untergeht und wie lange ich hier heute mache. Also, ja, wenn das läuft, warum soll man da nicht ein bisschen draufhalten? Ich habe auch lange geschlafen heute, insofern. Ja, gucken wir mal. Dieser Platz hier, so richtig cool finde ich den nicht. Der ist zwar echt leicht zu erreichen von mir aus und das ist eigentlich ein super Kriterium, weil ich will nicht mehr so weit fahren.
Und ich glaube, es gibt hier auch keine Probleme mit den Bauern oder so, weil hier ja auch öfter Leute stehen. Aber es ist an dieser Schnellstraße, das geht mir voll auf die Nerven. Und ich möchte lieber, ja, soll sich eher anfühlen, als wenn man in der Natur und nicht an der Schnellstraße. Ja. Und wenn ich jetzt wieder mehr mobil unterwegs bin, dann muss ich mir mal ein bisschen was Outdoor-mäßiges überlegen. Vielleicht kann man sich in den Kofferraum von meinem Auto legen, wenn man da so irgendwas reinlegt, was nicht, wo einem nicht der Rücken nachher wahnsinnig wehtut. Und so einen kleinen Campingkocher wäre vielleicht nicht schlecht. Was habt ihr denn so mit, wenn ihr unterwegs seid? Bestimmt fiese Gerichte, Nudelsuppengerichte oder Ravioli. Bestimmt macht einer Ravioli. Ich wette, einer von euch macht Ravioli. Ich wette es. Ich bin ganz sicher, einer von euch kocht nachts in der Pampa Ravioli. Ja, es ist ja immer das Gleiche bei der Astrofotografie. Wenn dann irgendwann alles läuft, dann kommt einfach das große Warten. Da passiert ja nicht viel. Und irgendwann kam dann der unvermeidliche Meridianflip. Und das war dann auch schon so ungefähr das Spannendste, was in dieser Nacht passiert ist. Aber seht selbst. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer. Es passt alles. Sieht auch gut aus. Wird schon passen. Ja, auch das war doch eine hübsche Sache. Es war, wie gesagt, ungefähr das Aufregendste, was jetzt so heute passiert ist. dann lasse ich mal weiterlaufen. Jetzt läuft der Autofokus. Ich mache mal hier meine Videolichter wieder aus, obwohl das ganz hübsch aussieht, aber die Nachbarn gucken auch schon. Also, bis gleich. Ich sehe aus wie der Imperator. So, ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie hat sich die Kühlung ausgeschaltet und also nach dem ersten Plan hat sich die wahrscheinlich automatisch abgeschaltet. Das kann man bestimmt irgendwo einstellen. Ich habe das auch gesehen, wo man das einstellen kann. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, dass jetzt gerade hier irgendwie der Himmel zuzieht mit so Zirren. Und ja, ich habe genügend RGB-Material, um damit Sternfarben, schöne Sternfarben zu machen und werde dann halt mal ein Narrowband-Bild machen. Ich packe jetzt mal zusammen. Ich bin überaus glücklich. Das macht tatsächlich wahnsinnig viel Spaß, das kann man sagen. Ich muss noch ein bisschen lernen und ja, morgen gucke ich mir mal an, wie man die Bilder von dem Ding runterholt. Und Flats. Ich habe die Flatbox zu Hause liegen lassen, die muss ich noch machen und dann mache ich noch Flat Darks und dann bastle ich mal ein Bild zusammen und das zeige ich euch bestimmt auch noch. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und es wird mit Sicherheit noch mehr Videos zum ACR geben und auch zu den anderen Gerätschaften, die ich jetzt hier so einsetze. Also, macht's gut, bis dann, ciao. Ja, ich hatte einige Fehler gemacht, also das mit der Kühlung, okay, das kann passieren, weiß ich beim nächsten Mal, wie das funktioniert. Die Flatbox habe ich zu Hause vergessen und ich hatte die Dither-Einstellung falsch gewählt. Ich habe zwar das Dithering eingestellt, aber nur auf einen Pixel und das sah man dem Bild dann nachher auch an. Also das Bild, was ich dann letztendlich gemacht habe, das wird jetzt nicht auf meiner Homepage landen, das ist nicht eines meiner Vorzeigebilder, sage ich mal so, aber auch irgendwie zu schade zum Wegwerfen und ich zeige es euch hier mal. Letztendlich habe ich jetzt hier nur die Duo Narrowband Aufnahmen verwendet, die waren aber eigentlich durch die Bank alle ziemlich gut zu gebrauchen. Irgendwie habe ich auch noch eine Flat Überkorrektur, aber das hat Gregspert ganz hervorragend weggerechnet dann noch und dann konnte man immerhin ein vorzeigbares Bild hier erstellen und ich habe die RGB Aufnahmen dann genommen, um die Sternfarben noch im RGB darzustellen. Ja, wie gesagt, dieses Video war ziemlich improvisiert,
Am Anfang hatte ich es ganz anders geplant, währenddessen hatte ich es ganz anders geplant und ich habe einfach mal irgendwie das Video zusammengeschnitten, geguckt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, es ist nicht zu konfus und durcheinander und ich hoffe, es war irgendwie unterhaltsam, aber die meisten von euch mögen es ja einfach mal irgendwie dabei zu sein, wie jemand Astrofotografie macht. Und es wird mit Sicherheit, wie ich vorhin schon gesagt habe, noch viele Videos ja zur ACR geben und auch vielleicht zu den anderen Produkten, die ich da jetzt vom Astroshop bekommen habe, also Kamera, EAF und die Nachführkamera und so weiter. Also, wir sehen uns bald hoffentlich wieder, vielleicht schon nächste Woche und ich wünsche euch natürlich Clear Skies. Bis dann, euer Frank.